Grüßt euch zum neuen Video. Heute haben wir ein bisschen Maschinen umrammen. Mit dem 6320. Hier kommt unterm Schwader, da stellen wir einen kleinen Güllemixer rein. Dann kommt der Düngerstreuer wieder da vorne hin. Und der Kipper kommt wieder vor dem Kipper her. Und dann bauen wir am 6320 noch einen Frontlader weg. Das zeige ich euch dann auch, wie das geht. Und dann stellen wir den bei uns in die Werkstatt, weil unten aus der Allrad-Karrenwelle ein bisschen Öl rauskommt. Da. Das richten wir dann und dann geht er wieder. So, dann fahren wir gleich los und hängen einen Güllemixer an. Ich habe den jetzt angehängt, jetzt sieht man auch, wenn ich hier aufhebe, die Unterlenker, dann geht er hoch. Wir haben das hier im Zug mal mit eingehängt. Ich zeige das gleich von unten. Wir stellen ihn jetzt hier unter dem Schwader rein und dann kann er da stehen bleiben bis zum Frühjahr. Düngerstreuer kurz ein bisschen vor. Den haben wir auf Palette, dann kann man nicht mehr schön fahren. Weil die originalen Radl, die gehen so schwarz im Schirm. Sieht man hier auch, wie der angehängt ist. Die einzelnen Bügel jetzt zumal, damit der Unterlenker. Abhängen lasst man einfach ein bisschen ab, dass der in der Mitte ist, dann macht man das Zug mal auf, den raus und dann kann man wieder aufheben. Dann kann man die Stützfüße nicht da, dann steht er schon da. So, jetzt hängen wir das Frontlader ab. Ich habe vorne die Stützfüße schon ausgeklappt. Vielleicht sieht man die. Und der Palettengabel angehängt, jetzt drückt man mit der Palettengabel am Frontlader hoch, damit man die Bolzen oben rauskriegen. Jetzt haben wir rechts und links diesen Bolzen raus. Da haben wir dann den Nador. Andere Seite auch. Dann klappt man die Gabel wieder ein.
laufe vielleicht ein bisschen vor. Dann macht man aus, lässt dann Druck ab, dann kann man die Schläuche abklemmen. Die könnte man auch so abklemmen, aber ohne Druck ist schöner. Dann macht man hier den Kuppler auf. Einfach hoch. Die Schläuche raus. Die kann man hier einhängen. Deckel zu. Dann ist er schon weg. Er steht jetzt hier auf seine Füße und an der Palettengabel. Und so kann man ihn jetzt stehen lassen. Dann stellen wir den jetzt über die Werkstatt, dann muss ich ein bisschen zusammenrammen. Beim Rausfahren muss man jetzt aufpassen, dass man gerade rückwärts fahren kann und nicht an Front da hinkommt, weil sonst gibt es dann gerade seinen Motorhaum. Das brauchen wir nicht. Schauen, ob wir hier überhaupt rauskommen. Oh je. Hier näher, da können wir ein bisschen, haben wir das ganze Werkzeug, da können wir ein bisschen richten. Ja. Ich habe ein bisschen Platz gemacht. Ich hoffe, das lang. Ich bin jetzt hier am Wellendichtring wechseln. Da habe ich jetzt hier schon mal die Kardanwelle fürs Allrad ausgebaut. Die ist hier angeschraubt mit 4 Schrauben und da bloß drauf gesteckt. Die liegt da. Und Öl habe ich schon abgelassen vom Hydrauliköl. Das braucht eher das Wechseln, darum machen wir das auch jetzt. Und dann kann ich hier die 4 Schrauben aufschrauben und dann ist dahinter der Wellendichtring. Den kann ich dann wechseln und dann kommt wieder alles zusammen, die Kardanwelle wieder drauf und Öl auffüllen. Hört sich einfach an, dauert aber noch eine Zeit lang. Ja, bis später. Ich habe jetzt hier diesen Deckel abgemacht. Da ist der Wellendichtring drin. Der war so drauf. So. Und da sind jetzt 2 Scheiben. Die lasse ich da drauf. Und hier ist noch ein O-Ring. Den werden wir auch noch wechseln. Den habe ich aber noch nicht. Den müssen wir noch kaufen. Und ja, das mache ich. Ich weiß nicht, ob das in dieses Video noch nicht kommt, wenn wir es wieder zusammenbauen. Da freue ich mich vielleicht auch ein bisschen was, aber das sollen ja hier keine Lehrvideos sein, wie man das richtig macht. Sondern ich mache das halt einfach so gut, wie es weiß. Ja. Und da hinten haben die 3 Ablauflöcher fürs Hydrauliköl. Einer ist da, einer da hinten und
Ah, weiter hinten ist nur einer. Oh. Dann tue ich hier mal den Wellendichtring raus und den Nähe. Und dann warten wir, bis der O-Ring da ist. Und dann bauen wir es wieder zusammen. Ja, ich bin jetzt hier in der Halle wieder drüben. Hier steht jetzt der Frontlader. Der steht da ganz sicher, der fliegt nicht so leicht um. Der Güllemixer steht jetzt hier unten drin. Da haben wir mal die Stützfüße was hingeschweißt, weil uns die Unterlenker zu niedrig waren. Der ist immer so schlecht unten reingekommen. Und darum haben wir den verlängert, die Stützfüße. Ja, der Kipper steht jetzt noch da drüben, weil der Frontlader war mir lieber, wenn er da steht. Ja, ich bin jetzt hier im Stall. Und da jetzt dann gleich Futter hier haben wir mit unserem Deiz. Und dann halt zum Vieren herrichten. Vieren tue ich dann erst später, da ist leider schon dunkel, da kann ich mir schlecht filmen. Aber irgendwann viere ich mal unterm Tag, dann filme ich das. Und ausladen tue ich dann halt, wenn es alle zusammen drin haben, dann auf der drüben Seite vom Stall. Dann können wir es vorne im Melkstand nehmen, da ist da vorne drin. Den zeige ich dann nochmal. Und dann leih aus, weil dann gehen wir immer lieber durch den Melkstand durch, weil wenn der Bauch schon voll ist und Wampen drückt, dann haben sie dann nicht so viel Lust drauf. Ja gut, da haben sie noch ein bisschen, das langt noch bis dahin. Und das ist unser Rammschüttel. Das haben wir am Frontlader drüber, den rammen wir immer hier. Und hinten haben wir unseren Mischwagen drüber. Das ist ein Silo King 16 Kubik, glaube ich. Ja. Und unser Deiz, der 7206. Der springt immer weg, auch wenn es kalt ist. Der braucht man nicht vorglühen. Da tun wir einfach Zündung rein und dann zirkt man ohne Lauf da schon. Hier kann man Frontlader auf. Hinten geht er auf. Das ist Steuergerät, das ist doppelwirkend für Mischwagen. Reicht aber einfach wirkend auch für Mischwagen. Ja, und der Deiz hat Druckluft. Oder der Mischwagen besser gesagt. Ah. Dann ist der Druckluft bremst. Ja, hier ganz normal die Waage. Hier an der Seite ist ein Druckluftkessel, der ist aber nicht mehr Druckluft. Der Druckluftkessel, wo für Druckluft ist, der ist hier unten drunter. Und der an der Seite, der ist für das Hydrauliköl. Das ist unser Zusatzölbehälter. Ja, das lasse ich einfach drunter runter. Weil der Deiz ist ein bisschen laut. Und dann ramme ich da so hin. Ja, das war's dann für das Video eigentlich auch wieder. Im nächsten Video machen wir den O-Ring noch näher und bauen ihn wieder zusammen, dann geht der wieder. Und heute fahren wir noch zum Sagler ins Sägewerk und holen da unsere Balken für den Jungviehstall. Den bringen wir, fahren wir dann zum Zimmer, da die Balken. Da fahren wir wieder so einen großen Johnny. Da haben wir schon einen Frontlader gebaut, unseren Stall und unseren Kipper. Ja, das kommt dann vielleicht ans nächste Video, wenn ich da was filme, muss ich mal schauen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es einen Daumen nach oben da und dann pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.